In der Endlosigkeit des Universums gab es einmal einen Planeten namens Krypton, ganz am Rande des Firmaments, der wie ein grüner Stern den gesamten Himmel erleuchtete. Jor-El, Mitglied des Ältestenrates, programmiert seinen kleinen Sohn Kal-El mit seinem gesamten Wissen und schießt ihn mit einem Mini-Raumschiff zur Erde. Superman startet mit einer Rakete von Krypton auf die Erde, kurz bevor diese riesige Zivilisation mit einer Explosion ausgelöscht wird. Die Einmann-Rakete rast mit ungeheurer Geschwindigkeit auf die Erde zu, doch sie kann sicher landen. Und so geschieht es, dass ein fremdes Wesen unbemerkt auf diese Erde kommt. Die andersartige Molekularstruktur verleiht dem Kleinen Superkräfte. Das Baby wird von dem ältlichen Ehepaar Kent gefunden und aufgezogen. Bald entpuppt es sich als wahrer Übermensch. Schneller als eine Rakete, mehr Kraft als die stärkste Lokomotive, ihm ist kein Hindernis zu hoch. Er kann alles überfliegen, seine Kraft hat keine Grenzen. Und das ist Superman. Eine gebündelte und unbesiegbare Kraft und Macht in einer Person. Superman. Doch um sich in die menschliche Gesellschaft zu integrieren, verwandelt er sich in den Zeitungsreporter Clark Kent. Hallo, Dummkopf. Es wird Zeit, dass du kommst. Komm schon, gib's her. Okay, Boss, hier ist es. Das ist eine ganz schöne Beute, Boss. Dieses Superman-Kostüm funktioniert wie ein Zauber. Kommen Sie, Boss, das war nur Spaß. Nächstes Mal gibt's Ärger, mein Freund. Superman. Eine Reihe von Diebstählen. Fahndung nach Superman. Ein Freund wird zum Feind. Ach, das ist doch alles ein Blödsinn, was da geschrieben wird. Was hältst du davon, Clark? Ey, ihr zwei, der Herausgeber will, dass ihr heute Abend in die Oper geht. Und zieht euch gut an, hm? Sehr gut. Dann kann ich ja mein neues Kleid tragen. Es ist Superman. Jetzt sitzt mein Doppelgänger arg in der Tinte.
Einen Moment, Superman. Du verstehst mich völlig falsch. Es ist nicht meine Schuld, ehrlich. Es ist der Boss. Wegen ihm musste ich es tun. Bitte, tu mir nichts. Ich werde alles erzählen. Wirklich alles. Ich wusste, dass mehr hinter dieser Geschichte steckt. Spaß gemacht? Was ist, Dummkopf? Hast du die Sprache verloren? Gib mir die Juwelen hier, los! Versuchst du, mich zu hintergehen? Was soll das heißen? Hey, Boss! Das ist Superman! Habe ich hier nicht erwartet. Komm, beeil dich! Ich spiele keinen Superman mehr. Mann, habe ich eine Geschichte. Was ist los mit dir? Hat die Oper dich müde gemacht? Nun, ich habe geträumt, ich wäre Superman. Oh, du würdest einen tollen Superman abgeben. Und träumen darf man doch, oder etwa nicht?